Ja, hallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu mittlerweile Folge 7 bei Rise Son of Rome. Ja, kurzen Rückblick, was haben wir in der letzten Folge erlebt? Wir haben König Oswald und Boudicca, seine Tochter, besucht, seine Tochter besiegt. Und somit auch Oswald dazu gebracht, mit uns zu kommen. Und wohin? Wohin sind wir gegangen? Jetzt hätte ich fast gesagt, zu Blasius. Nein, zu Basilius. Basilius ist ein Sohn des Kaisers und Bruder von Commodus. Der hat herausgefunden, indem er die Tochter bedroht hat von Oswald mit dem Messer, dass er sie töten würde, wenn Oswald nicht rausrückt mit der Sprache, wo Commodus ist. Denn Oswald muss ihn wohl gefangen genommen haben und verschleppt haben. Und Oswald hat dann auch mit der ist auch mit der Sprache rausgerückt und hat gesagt, dass der Commodus im Norden beim gehörnten König ist. Und da schließt sich jetzt die Kampagne wieder an. Am Ende der Welt. Schauen wir mal, was das wird. Da haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir springen direkt rein. Soll jetzt genug gewesen sein mit der Laberei am Anfang, aber so ein bisschen Rückblick für die, die neu eingeschaltet haben, ist ja auch nicht verkehrt. Und da, gleich der Hinweis: Ich mache immer unter die Videos Timestamps unten. Wenn ihr auf mehr klickt, könnt ihr draufklicken und könnt euch nur so interessante Punkte rausnehmen und fertig, ne? Was euch interessiert. In dem Sinne, wir fangen an. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Stränge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr. Finde den Weg zum Weidenmann. So, werden wir den Weg zum Weidenmann mal suchen. Und zur 10. Stunde ausrücken. Wir werden Commodus retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Da steht doch der Weidenmann. Ich sehe ihn doch da oben rechts. Ist ein bisschen dunkel für euch, weiß. Aber ich laufe gerade auf ihn zu. Bergauf mit schwerer Rüstung. Bestimmt eine Falle hier gleich. Da hinten läuft was! Mensch! Das? Nur der Wind. Nein, ist nicht nur der Wind, ich habe was gesehen! Es ist nur ein Hirsch. Nur ein Hirsch. Oh, ich bin erschrocken! Wir werden beobachtet! Wenn Sie kämpfen wollen, warum kommen Sie dann nicht raus und kämpfen? Macht schon! Ruhe da! Wovor hast du solche Angst? Wir sind Römer. Wir sind die 14. Ja, da steht sie, die 14. Ich bin auch Teil davon. Kommt jetzt mit und labert nicht rum. Da bewegt sich was. Es ist in den Nebel gerannt. Ich hab's gesehen. Aber ich. Hier irgendein Tier auf zwei Beinen. Ruhe, Männer. Diese Biester hätten uns schon längst angegriffen. Sie können. Nein. Sie sind klug genug, uns zu fürchten. Laufschritt, Männer. Große Fresse. Sie sind ein Laufschritt und ich bleibe erstmal stehen. Sie sind klug genug, uns zu fürchten. In den Wäldern haben die römischen Legionen die größten Niederlagen erlitten. So viel dazu. Weil sie mit der Kampftaktik der Feinde nicht klargekommen sind. Hit and run. Sag ich da nur. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall damit rechnen, dass hier Gegenwehr kommt gleich, weil ich kann mittlerweile auch schon schlagen. Ja. Das ging eben nicht. Jetzt wird es nicht mehr lang dauern. Halt! Ich kundschafte voraus. Okay, das heißt, ich habe wieder die große Fresse und muss wieder alleine gehen, ja. Marius, ist das wieder so? Mann, Mann, Mann. Herr, habt ihr etwas gesehen? Oh, ich glaube, dass die Brücke gleich hier irgendwie zerschlagen wird. Habe ich so ein dummes Gefühl. Mein Bauch. Bleibt doch nicht auf der Brücke stehen, ihr Affen! Seid ihr dumm?
Wieder weg! Wenn, dann geht da nur einer drüber. Oha. Das habe ich mir schon gedacht. Mann. Wie kann man nur so blöd sein? Da hätte ich einen rübergeschickt. Das sind die Gehirn. Überlebe den Überfall. Ja, ganz geil. Das ist überhaupt kein Gott. Guck sie dir einfach an. Mensch, die bluten wie wir. Die können wir doch töten. Au. Jetzt habe ich eine Vorwand gekriegt. Sag mal, wie stelle ich mich denn an? Ich sehe nichts. Was hast du dir so gedacht, hä? Hören wir! Ich komm's! Oh, was macht man denn der Marius? Hinten da runter, los jetzt! Was bist denn du? Alter, was bist denn du für ein Vieh? Nein! Hopp! Ui! Hab ich's gerade verkackt? Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ich glaube, ich habe es verschissen. Wir haben es vergackt, glaube ich. Mist. Muss ich jetzt nochmal beworben, oder wie? Erhebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich. Steh auf. Das haben sie schon gut gemacht. Suche nach Anzeichen deiner Kohorte. Na toll, jetzt bin ich hier ganz alleine auf mich gestellt. Hier ist eine Blume. Schau mal. Die wabernde Blume sieht aus wie so eine Unterwasserblume. Das ist immer das, wenn sie die Windbewegung nicht so hinkriegen, macht immer das Gleiche. Das sieht's. Ich bin die Waberblume. Ja, egal, jetzt weiter hier. Wir sollen meine Kohorte suchen. Ich muss meine Männer finden. Ja. Und dabei muss ich mich jetzt gegen Gehörnte durchsetzen. Hier habe ich was gefunden wieder. Ja, was haben wir jetzt davon? Finde alle Sehenswürdigkeiten, Fotoalbum. Ja, ich weiß gar nicht, wo man das anguckt, ohne Mist. Ich habe es noch nicht gesehen.
Hängt schon wieder ein Römer rum. Kann man da hoch? Nee, also die Wege sind schon schlaurig, ist egal. Kommen wir wenigstens vorwärts in der Story und ich verlaufe mich nicht andauernd. Aber wir müssen wieder auf Fallen achten. Hier vorne, hier durch den Modder gehen, ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist. Vielleicht hier außen, geht das? Hier ist so ein, wie so ein Aussichtspunkt. Ah, da können wir nicht hochgehen. Schade. Boah, die Musik ist gut. Das ist ja, ich finde, die Atmosphäre haben die echt gut gemacht. Könntest du denken, du spielst so einen Film? Ja gut, so ist es ja wahrscheinlich auch eher. So ein Römer-Schinken hier. Ja, die werden schon hier von der Seite... Ist alles voller Blut. Ah! Mann, erschreck mich nicht so, Spiel. Ich habe zum Glück, glaube ich, die richtige Taste gedrückt. Ich habe einfach irgendwas gequetscht. Oh Mann. Mach doch nicht so ein Zeug. Jetzt ist der ganze Weg hier voller Fallen. Was haben sie mit dir gemacht? Gesund sieht es auch nicht aus. Junge, Junge. Man sieht die Fallen hier auch nicht gut. Also in den anderen Leveln ist es nicht so dunkel gewesen. Scheiße. Da ist die nächste Falle hier rechts unten. Schaut mal. Nein. Oh, ich bin wieder ausgewichen. Hier, das ist die nächste. Ey, das sind die Irre. Die spinnen ja wohl. Ich geh hier lang. Nein. Oh, Schild davor, jawohl. Oh Mann, das gibt's doch nicht. So, Speicherpunkt bitte. Ja, danke. Oh, du kriegst ja Arschwasser, verdammt. Oh, jetzt kommst du mit der Keule hier, Junge. Nein, der will gerade seine dicke Keule auspacken hier. Das machen wir nicht. Da kriegt er von hinten Schnetzel und einen Schlag mit dem Schild. Das ist wieder Ausweichen. Durchs Feuer rollen, das ist nicht gut. Ja, sobald er blockt, musst du dann aufhören. Komm schon her, du hässlicher Elender. Warum? Was schwingt er hier seine Keule durch die Gegend, Junge? Schwingt dein Ding, hätte ich was gesagt. Das gibt's ja nicht. Wo guck ich denn hin? Ich glaube, wenn du die Eimer abbrichst, dann tut's richtig weh. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich kann ihn hinrichten. Jetzt war er schon so gut wie tot. Mann, das hat er eben nicht gemacht, wo der Schädel angezeigt worden ist, der rote. Da habe ich auch wieder Taste gedrückt zum Interagieren, aber es passierte nichts. So, das war doch der uns vorhin da runtergeprügelt hat, oder? Ich dachte, naja. Oder ist das nur, sind die alle so jetzt, die Gegner? Na, dann habe ich auch Spaß, hey. So, bitte keine weiteren Fallen mehr, wenn es geht. Wind! Wie der Wind verheift! Kann doch jetzt nicht hier da runterhüpfen, will der mich verarschen? Wo soll ich denn hin? Also hier bin ich nicht. Der Weg geht aber da lang, oder? Huch! Okay, das macht er nicht. Also wir können auch nirgendwo abstützen, einfach so. So, jetzt ist aber gut hier mit euch. Ja, ich müsste auch mal angreifen. Was hast du dir so gedacht? Da bin ich zu schnell. Eine Rollerei. Bin der Rollmeister.
Ja, Mann, drauf auf den hässlichen Axtmensch. Ja, Junge. Uff, nochmal. Mann, ihr seht ja gar nichts. Ich muss ein bisschen ins Licht, dass ihr auch was davon habt hier bei meiner Prügelei. Komm her. Los, her, du. Haha, hast du dir so gedacht, mein Freund? Ja, aber das war auch nicht gut. Na komm, hier. Boah, Knie dran ans Gesicht, Junge. Das tat dann weh. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen wieder auf Fokus, dass ich den wieder aufarbeite. Den habe ich ja gerade ganz schön runtergeballert. Haben wir doch gerade eben schon. Mann, 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 die Wälder hier, die sind echt... Wo ist der Weg? Ich bin doch in die Richtung gelaufen. Jetzt bin ich total verwirrt. Wo kamen die denn? Die sind doch hier rausge... Suchen nach Anzeichen der Kohorte. Ich bin doch hierher gekommen, oder? Speicherpunkt. Ich bin doch hier hochgelaufen. Ich bin verwirrt. Ich dachte, ich wäre hier hochgelaufen und die kamen dann... Nee, ich kam von da unten. Stimmt. Hier geht's weiter. Mir fehlt so ein bisschen der Schleichpunkt. Ah, jetzt fangen die auch noch an, um hier unfair mit Pfeilen rumzuballern. Bloß keine Fallen unterwegs noch hier. Und du hast mich tatsächlich erwischt. So, habe ich dir gerade ein Horn abgeschlagen? Ich frage mich, wo der herkommt. Irgendwo schießt noch einer mit Pfeil rum. Haha! Da muss ich ein bisschen früher aufstehen hier. Ich bin der Rollmeister, das habe ich schon mitgekriegt. Bist zu langsam, Junge. Zu langsam für mich. Zack, Junge. Und weg mit dir. So, Fokus ein bisschen aufgebaut. Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, wir sind gar nicht getroffen worden. Ja, da schießt doch einer mit Pfeilen. Das wird mir... Das ist ganz gut, dass dieser Warnhinweis da steht. Aber wo ist er denn? Oh, hau du mir einen Buckel. Du hässlicher Elender von hinten, mich so anzukriegen. Schild vom Kopf. Schwert im Wanst und Schwert wieder raus, gibt's her. Die schlafen, Junge. Ja. Sind da noch mehr hier? Nein, die Musik hat sich wieder ein wenig beruhigt. Aber mir gefällt es. Die Atmo hier, die Atmosphäre ist so gut. Nee, das lag ewig in meiner Bibliothek rum und ich hab's nicht gespielt, ich Trottel. Also storymäßig gefällt's mir. Bin voll dabei, hab echt Spaß. So, da hoch, hä? Hoch jetzt! Ja. Muss ich mich zu meiner Kohorte durchschlagen? Weil man das nicht abwehren konnte. Wo geht's denn hier lang? Ja, jetzt gibt's wieder zwei Wege, kann das sein? Einmal hier. Sollen wir hier lang gehen? Oder doch lieber da unten lang? Ich würde sagen, wir gehen lieber einen Umweg. Vielleicht haben wir hier einen Vorteil dann. Das geht ja zum Glück nicht auf Zeit. Wir haben ja nicht wieder hier irgendwie so ein Problem, dass er sagt, ich muss mich beeilen, weil die Römer sterben. Da oben liegt doch ein Römer. Gibt's hier wieder Fallen? Oh, hier können wir Pillungs holen. Neue Schriftrolle aufgesammelt. Gelehrter der Antike. Okay, das war dafür. Also wirklich alles ablaufen, was möglich ist an Wegen. Wer hat da jetzt hier rumgehupt? So, jetzt geht's hier weiter. Und hier wird man auch wieder... Was mit dem Gesicht ins Gebüsch? Jawohl. Hier hat schon wieder was geknarzt.
Aber hier war ich doch schon. Ich habe doch hier schon geschnetzelt. Hier dürfen keine mehr kommen. Die sind hin. Die sind ja von mir geschnetzelt worden hier. Die Zeichen, die waren doch früher nicht da, oder? Hingen die auch schon da? Ey, ist mir gar nicht aufgefallen. Hier, Blair Witch lässt grüßen. Guck mal da hinten. The Blair Witch Project. The Marius Blair Witch Project. Ja gut, okay, lass mal das. Weiter geht's hier. Auf geht's. Vielleicht nehme ich das als Thumbnail. Mal gucken. Als einen von den beiden, weil das muss ich so machen hier in dem Spiel. Freundchen! So nicht! Ihr scheiß Fallen, Mann! Wie viele sind denn hier? Fallen für euch hier, die Gegend. Ich würde ja einfach mal gerne einen Weg finden, wo ich hin muss. Davon kommt die nächste Falle. Aber wahrscheinlich da, wo ich hoch muss jetzt. Geh weg. Nicht auf die Falle. Gut. Hier ist er hoch. So nicht. Na, jetzt sagt mir wieder zurück. Hier war irgendwo noch eine Falle. Nicht, dass ich jetzt rein dapp. Rechts von uns war sie. Ist die ausgelöst oder ist sie ausgelöst? Ich glaube, die ist nicht ausgelöst. Ja, aber wo soll ich denn jetzt bitte hin? Hier war ich doch schon. Suche nach Anzeichen. Ihr wollt doch bloß, dass ich irgendwo in eine Falle reinlade. Ich komme gerade nicht weiter. Hier war ich doch schon. Also jetzt irre ich wirklich rum, das tut mir leid bei euch beim Zugucken, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Der Wind pfeift, die Atmosphäre ist super, aber ich habe auch echt Lust, wieder da rauszukommen. Muss ich irgendwas aufheben da? Sagt er mir hier hoch? Was ist denn das für ein, ist ein Elchkopf oder was? Nee, da haben sie irgendwas nachgebaut. Also das habe ich noch nicht gesehen. So ein gezahntes Viech. So, hier kamen die doch. Aus dem Boden raus. Die haben mal geschnetzelt. Da haben wir nichts übersehen. Da haben wir alles. Wahrscheinlich hier unten, ne? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Kann es sein? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Diese Hütten hier, die kommen mir neu vor. Ich roll hier wie so wild rum und dann roll ich mal ganz eben schnell in so eine Falle rein. Ich wollte nur gucken, ob hier irgendwo was rumliegt, noch bevor ich da runtergehe. Weil ich denke, jetzt hier geht zwar. Oh, das Zeichen da. Verheißt wohl nichts Gutes. Ach Mensch, wenn ich mich ein bisschen gebildet hätte in alten keltischen, germanischen Zeichen, britannischen, Bretonenzeichen, dann wüsste ich jetzt bestimmt, was Brett One da hingeschrieben hat. Mann, egal. Komm runter hier jetzt. Bei dem Wasserfall hier können wir nichts machen, gell? Ach, ich weiß, ich halte wieder das Spiel auf, sinnlos. Ja, ich bin gleich da weg. Ich will nur gucken. Ich will nur was anschauen. Ob da was ist. Na, also hier so eine Schriftrolle oder wieder irgend so ein Errungenschaftsding. Nicht, dass ich das liegen lasse. Vielleicht habe ich es auch schon wieder übersehen. Die Leute, die das Spiel dann vielleicht besser können, sagen sich, oh Mann, da ist er doch genau vorbeigelaufen. Ja, ist oft so bei mir. Ich sehe oft Sachen nicht. Das sage ich gleich so, wie es ist. Da ist er manchmal blind und er ist auch manchmal auch einfach alt.
ab in die Höhle. Ich hoffe, das ist nicht allzu dunkel nachher wieder in der Aufnahme. Ich glaube, ich muss mir angewöhnen, wenn ich für YouTube irgendwas aufnehme, YouTube, dann sollte ich vielleicht doch den Gamma-Wert um 10% höher machen, als ich es normal selber spielen würde. Weil YouTube, die rendern das ja ziemlich dunkel nach. Oha. Die Götter sich unserer erbarmen. Boah, Junge. Du kriegst jetzt aufs Maul, Junge. Hättest du lieber abbrechen sollen, jetzt kriegst du nämlich ins Kreuz. Au! Hat er mich getroffen, ne, gell? Ich mach dich mal richtig. Oh, nein. Ach du Scheiße, jetzt wär's noch mehr. Ihr spinnt ja wohl. Wir sind dick. Was ich hier in dem Spiel am Rollen bin, da wird mir richtig schwindelig dabei. Ja, du mit deinem großen Scheißangriff. Jetzt habe ich doch einen kassiert hier. Jetzt reicht's mir mit euch, echt. Jetzt bist du fällig, du hässliches, dickes, ekliges Mistvieh. So. Strich, ich hab mir den Hintern gestochen. Wie gut ist denn das? Er schlitt drin im Hals, Junge. Boah, ich mit meinem Junge, ich weiß, ich muss mir das vielleicht mal abgewöhnen. Irgendwann. Ist da noch wer? Ich hätte ja auch Pillums gehabt, ne? X. Ich danke euch. Müssen Sie alle retten. Na los! Ja, Herr! Ja, ja, Herr! Vielleicht Gesundheitszuwachs erstmal wieder machen. Ich weiß gar nicht, schon wieder gar nicht mehr. Mensch, das ist schon ein bisschen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Wie werfe ich denn hier so Pillum? Oh, hier gibt's Brot. Ich würde sagen, wir essen erstmal Trauben und Brot. Sollen Trauben sein, glaube ich. Ah, da unten könnte ich ein Pillum werfen. Oh nein, was mache ich denn? Jedes Mal. Da haben wir's. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen. Was macht ihr denn? Lauf mir nicht ins Knick. Ah, die können von überall kommen. Die können auch von hier oben runterkommen, glaube ich, ja? Da ist wieder eine Falle. Ah, nee, ist keine Falle. Aber wir haben eine Schriftrolle wieder eingesammelt. Jawohl, eine Schriftrolle der Antike. Deswegen sage ich ja, immer mal gucken überall, abseits auch. Schon besser. Wieso soll ich denn die Dinger jetzt zerstören? Hier vorne, das macht überhaupt keinen Sinn. Ist doch eigentlich besser, wenn da hier die Typen erst kommen. Oh, rennt mir doch nicht immer vor der Funzel rum. Da unten sind sie doch, die Pissköppe. Ja, das ist ja auch ein bisschen sehr... Naja, komm, wir probieren das mal. Gucken, was er macht.
scheint die gar nicht zu tangieren. Dann werfe ich dich halt so weg, Junge. Oh, ernsthaft? Der hat es überlebt? Dann sprengen wir ihn. Verdammt. Der hat tatsächlich den Pillum überlebt. Ich habe noch zwei. Ja, ich verstehe nicht, warum hier oben die Fässer stehen. Was macht ihr denn? Jetzt muckt doch nicht vor, Junge. Tja, da hättest du nicht so lange schlafen sollen. Ja, da warst du. Oh, das ist wieder so nah dran. Ich muss woanders hin hier. Das war hat er. Axt weg, Junge! Nicht gegen mich! Jetzt noch welche hier. Was? Öffnet die Käfige? LB. Befreit sie! Speicherpunkt, okay, wir haben jetzt unsere Römer befreit und Vitalion haben sie zum Weidenmann gebracht. Organisiere die Verteidigungs... Die Verteidigung. Oh nein, ich hätte die Dinger ganz lassen müssen, die Fässer. Ah. Was soll ich denn bitte jetzt mit euch machen? Ach hier. Beschütze die Römer. Oh, nicht schon wieder. Bogenschützen links sichern. Bogenschützen rechts sichern. Komm, wir setzen die hier oben hin. Schildkrötenformation. Schützen! In Position! Ich bin am Scorpio. Ja, wo ist der? Nehmen wir uns auch mal ganz viel mit hier. Ich komm nicht hin. Nein. Oh, ich hab ein Aim, Junge. Das ist so schlecht. Ich lasse hier nicht ins Allweg an. So. Sie ziehen sich zurück, hat er gesagt. Höre deine Formation durch die Schlucht. Oh, Leute, echt. So. Durch die Schlucht. Zum Weidenmann. Formation, zu mir! Huha! Ich würde sagen, ich schau mal ins Menü. Wo wir denn jetzt sind? Nein. Oh, am Ende der Welt. Ich glaube, wir müssen da noch durch. Ich will einen Speicherpunkt sehen, kommt schon.
Da werden wir die Folge beenden, weil wir sind jetzt bei 33 Minuten. Ich möchte es nicht so übertreiben mit euch. Ihr wollt ja... Ihr habt ja auch noch ein anderes Leben, als hier sinnlos zuzugucken. Komm schon, gib mir einen Speicherpunkt. Bitte. Pilums haben wir auch. Oh Mann, ins Wasser, ihr seid ja Helden. Die greifen von oben und überall an. Da hinten sind sie. Die hauen immer noch ab. Die locken in so eine Falle. Ganz klar. Ich hab's gewusst. Jetzt haben wir sinnlos Römer verloren, weil ich wieder die falsche Taste gedrückt habe. Das hätte ich mir sparen können. Naja, jetzt formieren sich da vorne. Ah, guckst du euch an, die Fackelmännchen? Was habt ihr euch so gedacht? So, und jetzt gibt es ein paar Speere von uns. Wir haben rüber verloren vielleicht. Also wir haben schon wieder die Hälfte darüber verloren, ne? Also, besser gesagt, ich. Okay, hier ist der Speicherpunkt. Wir sollen ausschwärmen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Es ist eine geile Atmosphäre. Echt ohne Mist, das Spiel macht mega Spaß. Mir macht es mega Spaß. Ich weiß nicht, wie es beim Zugucken ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu dunkel. Mensch, vielleicht mache ich das Gamma doch noch höher. Aber mir schreibt doch keiner in die Kommentare. Es guckt zu wenig. Also ist mir eigentlich fast egal. Ne? In dem Sinne, wenn ihr Spaß gehabt habt, freue ich mich. Für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Und für ein Abo erst recht. Also, haut rein, habt einen schönen Abend. Bis später. Tschö, mit Ö.